Let's Play Omsi 2 mit Brian Bausch. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von Omsi 2, den Omnibus Simulator. Ja, ihr seht, es scheint da gerade irgendwie die Sonne im Licht, weil ich tue hier so, als wäre ein Fenster. Mir scheint die Sonne im Licht, aber so können wir trotzdem dieses Video noch aufnehmen und jetzt hört die Sonne wieder auf zu scheinen. Und was haben wir denn für einen Bus? Was haben wir für einen Bus? Aha, also das ist auch ein Gelenkbus. Wir fahren jetzt auch mit dem Liaz 6212. Also das ist auf jeden Fall ein Gelenkbus und den werden wir fahren. Und wir befinden uns wieder auf der Karte Omninsk. Und ich würde sagen, wir gehen in den Bus rein. Also Elektrik habe ich schon eingeschaltet und dann machen wir den Motor an. Hilfspfeile, das auch, genau. Also Hilfspfeile machen wir an und Informationenanzeige gibt es auch. Und wir fahren jetzt die Linie 13 von 5i Mikrorajon, oder wie man das ausspricht, nach Jelovicki. Und die Fahrt beginnt ab 10.50 Uhr. So, und dann tue ich das jetzt mal vorspulen grad. Und ich muss es leider im Menü hier schildern. 13, Jelovicki. So, das haben wir. Das ist nur so, ich kann so nicht arbeiten, Mensch. Jedes Mal, wenn ich eine Videoaufnahme mache, dann müssen sie mir jedes Mal hier reinsprechen. So, was ist jetzt schon wieder los? Ist Omsi jetzt wieder am Abrauchen oder was? Anscheinend ist er am Abrauchen. Was ist jetzt wieder los? Warum raucht jetzt Omsi wieder ab? Sag mal, ich... Ey, weißt du was? Ich tue jetzt Omsi neu starten. Prozess beenden. Wird gemacht. An diesem... Die Anwendung reagiert nicht. Das Programm reagiert möglicherweise wieder, wenn sie warten. Toll, Omsi ist wieder am Abschmieren. Also kann man das Ganze wieder neu starten. Weil Omsi schon wieder am Abschmieren ist, also jetzt muss ich euch schon wieder zeigen, wie man Omsi wieder startet. So, jetzt machen wir, also Fahrschein habe ich jetzt erstmal aus. Und dann machen wir im letzten Stand der Karte laden. Ja, ich habe gar nichts gemacht und Omsi raucht wieder ab. Ja, mir scheint die Sonne wieder ins Licht. Sehr lustig. Die Sonne scheint mir ins Licht und die Lichter sehen genauso aus wie Polizei. Toll. Jetzt kann ich euch wieder zeigen, wie man Omsi wieder alles neu starten muss. Ja, toll. Sehr lustig. Ich kann Omsi wieder beenden und wieder neu starten. Das kotzt mich doch an. So, jetzt mach endlich Loading AI. Jetzt lade endlich. Ich möchte nämlich meine Tour fahren. Ja, super. Kann ich die Fahrplan alles wieder neu holen. Toll gemacht. Fahrplan kann wieder neu geholt werden, kann wieder neu eingeschildert werden, kann wieder neu eingegeben werden. Toll. Omsi raucht wieder ab. Dann machen wir nochmal neu die Hilfspfeile ein und die Informationsanzeige auch. Weil immer wieder schmiert ja nur das ganze Omsi-Programm ab. Und da habe ich jedes Mal keinen Bock drauf.
Die machen mich doch verrückt. Das kotzt mich doch an. So. Jetzt muss ich doch eine Uhrzeit erstmal warten können. Toll. Uhrzeit kann auch wieder neu gespult werden. Sehr lustig. Weil Omsi wieder abgeschmiert ist. Der muss ja jedes Mal wieder abschmieren. Aber die Tür kannst du auch hier mit öffnen. Aber hier wollen sie nicht mehr einsteigen. Aber das ist die Vordertür. Und das ist, glaube ich, also das ist, glaube ich, für alle Türen. Oder was? Hallo! So, das ist jetzt, glaube ich, für alle Türen. Ja, das ist gar nicht für alle Türen. So, da haben wir jetzt noch eine Minute Zeit, dann könnte ich die Sekunde mal am besten vorspulen. So. Dann machen wir den Menü mal aus. Heizung würde ich auch noch anmachen. Zu kalt im Bus. Die brauchen dann noch ein bisschen Heizung. So, ich würde sagen, dann fahren wir mal los. Also erste Haltestelle war 5i Mikro Rayon. So, und dann werden wir die Scheibe mal sauber machen. Ja, schon wieder die Fernsehen. Schon kann ich nicht mehr die Scheibe putzen. Toll. Schon geht das jetzt nicht mehr mit dem Putzen. Ja, und die Sonne scheint mir wieder ins Licht. Scheint mir nochmal ins Licht hier, die scheiß verkackte Sonne hier. So, jetzt hört sie wieder auf zu scheinen. Nächste Haltestelle. Skola No 36. Die Sonne scheint mir schon wieder ins Licht. Das kotzt mich an. Och Mann! Ich kann doch so nicht arbeiten. Nix mehr. Boah, Mann, viel zu dunkel ist das auf der Kamera. Und jetzt meckern sie schon wieder. So, nächste Haltestelle. Tvorets Pakosochetania. So, jetzt muss ich mich während der Fahrt ein bisschen konzentrieren. Ja, endlich hört die Sonne auch wieder auf zu scheinen. Das freut mich auch sowas von.
so, dann könnte ich wieder den Antenne anschließen, aber ich weiß nicht, wo das Ding ist. So, das ist auf jeden Fall das Ding. Dann, also das ist hier für den Tür da, für diesen Tür, da ist das Ding. Sehr lustig, Fahrgäste steigen auch aus und dann können wir mal ein bisschen in frischen Luft schnappen. So, jetzt ist das bei mir ein bisschen verwickelt, aber komm, dann machen wir das nach der Videoaufnahme, dann werde ich das entwickeln. Nächster Haltestelle. Naberechnaja. So. Oh Scheiße, ich habe die Tür offen. Oder ist das... Scheiße, ich habe die Tür offen gehabt. Mist. Scheiße, ich bin gerade mit einer offenen Tür gefahren. Scheiße. So, das passe ich mal kurz an. In Kamera. So. Nächste Haltestelle. Kurgan bis Mertia. Viele wollen hinten einsteigen, habe ich auch so richtig das Gefühl. So. Also wenn sowas piepst, dann hab ich einen Haltewunsch. Wie ich das auch richtig sehe. Nächste Haltestelle. Sowetski Rinok. Also ich finde den Bus sehr schön. Ich kann den Bus nur empfehlen. Aber können wir mal ein bisschen Dachluken öffnen. Weil sie wollen noch ein bisschen frische Luft schnappen. Warte. Jetzt fahren wir erstmal vor. Erstmal ein Stück vor. Dann könnte mal wieder die Fenster zu machen. So, weiter geht's Fahrt. Also was mich nervt, scheint mir eben gerade die Sonne ins Licht, aber jetzt scheint mir nicht mehr die Sonne ins Licht. So, nächste Haltestelle. UI Krasnuarmiaiskaya.
Nächste Haltestelle. Ottelenie Sperrbanka. So. Da vorne ist ja noch eine Ampel, genau. Können wir auch so natürlich besser sehen. Ja, die Uhr sagt jetzt, wir haben jetzt 5:03 mittags. Und dann sollten wir vielleicht wieder den Dachluken zumachen. So. Also jetzt sind alle Dachluken wieder zu. Und schon wieder nicht aufgepasst, hier den Feststellbremse zu lösen. Habe ich ja gerade schon angesagt, die nächste Haltestelle. Okay. Habe ich das schon gerade erst angesagt. Es will noch welche aussteigen. Okay. Nächste Haltestelle. Office Center. Ah, da ist ja noch eine kaputte Ampel. So wie ich mich noch dran erinnere. Sehe ich noch, ja. Zugriffsverletzung, das war mir so klar. War mich schon wieder eine Zugriffsverletzung gekehrt. Rechts im Außenspiegel kann ich ja auch besser sehen, wie die Fahrgäste aussteigen und einsteigen. Genau. Ne, warte erstmal. So. So muss das. Ampel mal wieder grün sein. So muss das sein. Nächste Haltestelle. Fabrika RTI. Und noch einen kaputten Ampel zu sehen. So muss das. So. Jetzt müssen wir erstmal, ja, die Blinker gehen wieder von selber aus. Ey, ich kann so nicht arbeiten hier. Ja, jetzt fängt mir schon wieder an, die Sonne ins Licht zu scheinen. Und schon wieder scheint mir die Sonne ins Licht. Das ist gar nicht gut. So. Wie lange dauert das jetzt? Jetzt erst endlich. Nächste Haltestelle. Dombita. Bin schon wieder minutenlang zu spät. Müssen jedes Mal zu spät kommen. Immer wieder nur zu spät, zu spät, zu spät. Slalom fahren.
Aber dann meckern sie schon wieder. Ihr könnt auch gleich da rausfliegen. Alle meckern sich schon wieder. Die können auch irgendwann aussteigen, wenn sie wollen. Oh, wir müssen links rum. Den Weg bin ich ja auch noch nicht gefahren. Jetzt muss ich doch mal gucken, wie ich gefahren bin. Also, jetzt bin ich 52,9 unschön gefahren. Toll, super. Prima hingekriegt. Weil sie schon wieder am Meckern sind. Ja, natürlich. Ich suche mir mal einen Wetter aus und dann machen wir jetzt mal Schmuddelwetter. So, dann müssen wir wieder hiermit die Scheibe betätigen. Weil mit der Tastatur, das funktioniert nicht mal bei diesem Bus hier. Die Scheibenwischer zu betätigen. Nächste Haltestelle. Minirinok. So, jetzt ist hier vorne wieder ein Hubbel. Da müssen wir wieder langsam durchfahren. Ich muss noch die Scheinwerfer betätigen. Nächste Haltestelle. Garatz. Ist das hier, glaube ich, Garatz? Nee. Nee. Da vorne ist Garatz. Jetzt wollen aber viele aussteigen. Nächste Haltestelle. Bonenskaya. Uiuiui, sollen aber heute viele aussteigen. Nächste Haltestelle. Memorial. Real, alles super. Erinnert mich jetzt gerade an den Werbespot. Ah, unser Manfred will mit. Unser Manfred will mit. Die Stelle. Das, naja.
vorne kommt jetzt auch wieder ein Hubbel. Da müssen wir auch wieder langsam fahren. Jetzt gleich. Heute wollen aber viele aussteigen, habe ich das Gefühl. Nächste Haltestelle, Yellow Fiki, Endstation. Bitte alle aussteigen. So, jetzt kann ich euch noch mal zeigen, wie sich den Gelenkbus sich hier knickt. Kann ich euch gerne zeigen. So, da haben wir jetzt diese Perspektive. Kann ich euch gerne zeigen. Verehrte Fahrgäste, wir fahren in Omninsk die Linie 13 von Mikrojais oder sowas. Wir fahren nach Yellow Fiki und dieser Fahrt endet dort. Bitte alle aussteigen. Ich sag mal ihre Russian, aber ich kenne Unreal Paint nicht so gut aus. Ich kenne Unreal Paint nicht so gut. So, jetzt müssen wir alle Türe öffnen. Weil sie auch nämlich alle aussteigen wollen. Dann muss ich noch mal kurz auf den Boot steigen. So, Fahrplan alles abgebrochen, genau. So, wir sind am Ende dieser Episode. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir bitte ein Like da und dann sehen wir uns auch in der nächsten Folge wieder. Also ich sag danke fürs Zuschauen, tschüss, bis zum nächsten Let's Play, euer Brian Bausch.